Ich hab... Oh. Nein. Oh mein Gott. Weißt du, warum Pikachu... Gelb Haie! Ich hoffe, ich krieg noch ein Pikachu. Pikachu ist Haie! Penner, da gehe ich jetzt rein und mach den Reverse-Rausgucker. Ey, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal über etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Partner. Nein. Das ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Was soll ich nehmen? Wähle eines aus, es ist egal, welches du nimmst. Ach, das Fenster mit dem Professor ist offen. Oh, stimmt, ja. Fenster ist offen. Eine sanfte Brise weht herein. Oh, das Fenster ist offen. Warum ist das Fenster offen? Warum ist hier kein Fenster, wo der reinguckt? Ja, das... Ja, aber... Wir kriegen aber einen unterschiedlichen Rivalen, wenn wir verschiedene nehmen, ne? Das ist richtig. Welchen Rivalen soll ich haben? Welchen willst du? Keine Ahnung. Da ich eh wieder 1 Million Gift- und Wasser-Pokémon kriege, möchte ich eigentlich, dass das Feuer-Pokémon kriegt. Das heißt, ich muss Gekkabor nehmen. Ja, gut, dass es hier kein Gekkabor gibt. Du meinst Endivier? Endivier! Okay, ich nehme Kanimani. Was? Endivier? Das ist das schlechteste Pokémon von allen. Was? Kanimani? Das ist das schlechteste Pokémon von allen. Warte mal kurz. Ich nehme Kanimani. Die Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. So, dann gehen wir das mal eintauschen. Ich möchte dem keinen Spitznamen geben. Alle werden Token genannt. Und in der Nähe von Rosania City, der nächsten Stadt. Du gelangst... Ach ja, der Nuzlocke beginnt natürlich erst, wenn wir Pokébälle erhalten. Das passt ohne Umwege dorthin. Gib doch mein Telefonnummer. Wenn du verletzt, solltest du das mit Hilfe dieser Maschine heilen. Okay, let's go. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Nice. Das heißt gleich erstmal ein bisschen grinden. Der Lindemann. Oi! Ich will, dass du das mitnimmst. Oh, puh, ein Trank, ey. Glück gehabt. Und wir haben viel zu tun. Okay, let's go. Wo ist denn der Rivale? Im Pokémon Center. Let's go. Auf zum PC. Jetzt wird's spannend. Bill, ne? Ja. Okay. Erstmal, welche Box? Schreib mal eine Zahl, nicht die letzte. Also Box 6 schon mal nicht. Box 6 ja. Ist nämlich speziell. Box 6 ist special. Genau. Oh Gott, ich muss erstmal die Box wechseln. Also, Box 1, 2, 3, 4 oder 5. In Box 14 machen wir die alten rein. Ja, Box 14... Nee, Box 14 ist die Todesdingens. Also Achso, dann Box 13. Ja. Aber du kannst jetzt noch nicht austauschen. Du kannst dein eines Pokémon nicht weggeben. Ah, ne? Ich muss erstmal mitnehmen. Richtig. Okay. Ich bin in Box 6 gerade. Das also, heißt, ich muss die Box wechseln, weil Box 6 war special. Folgendes. Wir brauchen jetzt von nur die letzten drei in Box 6 sind special. Achso, okay. Ja. Egal, wir machen jetzt erstmal Box 1. Warte mal. Nee, sonst nehme ich aus Box 6 die ersten 4 raus. Damit da noch die 3 Smash-Dinge drin sind. Ja, wir nehmen die gleichen Spots. Achso, ah ja, okay. Ne? Dann such du dir. Pass auf, du darfst dir den ersten Spot aus. Ich darf mir den ersten Spot aussuchen? Okay, dann ist der erste in meinem Encounter quasi. Okay. Also. Nein. Dann nehmen wir Box 3. Ja. So. Und jetzt wollen wir Pokémon mitnehmen. Bin ich jetzt in der Box 3? Ja, Box 3. So, jetzt ist die Frage, welchen Spot? Ei. 1 bis 19. Oh Gott, da muss man ja zählen, ey. Ei. Welchen willst du haben? Ich glaube, ich will Spot 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mitnehmen. Ei erhalten. Freilassen. So. Was muss ich jetzt damit machen? Du musst jetzt ganz viel rumlaufen. Es sind schon Laute zu hören. Das wird bald schlüpfen. Nice. Laute zu hören. Das wird bald schlüpfen. Damit müssen wir jetzt ein bisschen rumlaufen. Hier so. Huch. Ja, let's go. Huch.
ausgebrütet. Ja, geil. Griffel? Oh, ich hab ein paar Papunga. Ja. Jetzt brauchen wir Spitznamen, Leute. Jetzt brauchen wir Spitznamen. Dum, 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 dum. Welches Level ist das? Dum, 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 dum. Oh, ist Level 1. Oh, ich glaube meins auch. Ja, wir haben jetzt Sonderbonbons. Das heißt, ich hole mir 5 Sonderbonbons raus. Was kann das eigentlich? Das ist kurz vor Level 2. Nice. Platscher, Routenschlag, Synthese, Tackle. Oh. Also Synthese ist nice, aber... Genau da. In die wird ein Item dabei? Ja. Kratzer und Routenschlag. PC von Agent. Let's go. Item. Nimm. Aufnehmen. Gib mir die scheiß Beere wieder. So, ich brauche 5 Sonderbonbons, bitte. Beutel. Huh! Das sind mehr als 5. Ja, natürlich sind das mehr als 5. Ist auch schon Level 6? Nee. Gerne habe ich nur einen Sonderbonbon dabei. Hä? Wie? Nur ein. Nee, ich meine, weil ich jetzt aus den auch 5 mitgenommen habe. Ach so, ja. Ist nicht schlimm. So, Box 13 für Endivir. So, genau. Kann die Money wegräumen. Bin ja Level 6 geworden. Also Selbstheilung. Stimmt, du hast dir mit seinen gegeben, dadurch hast du verhindert, dass du zu viel spammst. Stark. Ich bin Genius. Okay, was machen wir jetzt? So, hast du hier einen Markt drin? Pokebälle. Nee. Krass. Ach, die sind in der Kiste wieder. So, warte mal hier. Erstmal. So 5 Gegengift mitnehmen. Das ist es mir wert. Das ist es dir wert, sagst du? Ja. So, dann gehen wir jetzt hier mal wieder nach oben. Also folgen wir. Oh Gott, nein! Ah, taubst du? Oh, hab ich ihn dann geredet? Oh, geh weg! Der Opa entführt mich, Hilfe! Ja, das war's. Oh, okay, er musste ins Bett gehen. Oh, Glück gehabt. Ja, direkt erster Encounter. Es geht nix erster. Nix Encounter. Ich meinte mit meinem Wurstfingi. Achso, ja. Noch ein Obstbaum? Yes. Wer bist du denn? Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Ich hab noch eine Beere. Nice, er hat mir eine Beere gegeben. Ist ja bärenstark. Ehrlich? Oh, oh, was bist du für Loot? Red mich nicht an. Bam, 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 bam. Haus von Mr. Pokémon, hier ist es. Das berühmte Haus von Mr. Pokémon. Ja. Kratzer. Oh Gott, Weberak! Nice. Weberak! Du. Immer geradeaus. Okay, let's go. Das ist das Haus von Mr. Pokémon. Und Kokuna! Ein Hut. Oh. Free EP, nice. Uns mit Tackle echt nervt. Level 6. So, Sandwirbel. Nice. Sandwirbel ist richtig nervig. Nicht nur Sandwirbel. Es ist ein Obstbaum. Hey, da ist eine Gegengiftbeere. Nice. Ich wusste nicht, dass es Gegengiftbeeren gibt. Übrigens, es gibt Gegengiftbeeren. Oh, ich wurde entdeckt. Hallo, du musst Webtor sein. Professor Lind sagt, du kommst. Sagte, dass du kommst. Professor Lind soll das hier untersuchen. Webtor erhält Rätselei. Oh. Ach, noch mehr Eier. Rätselei in Basis-Items. Ich kenne ein paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. So fasziniert war ich. Eine E-Mail? Mhm. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Eich dass Professor Lind mehr darüber weiß. Achso, das also ist Eich. Professor Eich, ja. Haha. Du bist als Webzor. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund, Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt, also habe ich gewartet.
Oh, was ist das? Ein seltsames Pokémon. Mal sehen. Hm, ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er kannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah, du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er fasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Gibt so ein Pokédex. Und Agent auch. Oh yeah. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Gebt zurück, zähl auf dich. Super. Kehrst du Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Oh yeah. Komm, leg dich kurz in mein Bett. Ich bin auf dich angewiesen. Bitte was? Hallo Aiden? Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein! Bitte komm hierher zurück. Was? Das ist wohl eine Katastrophe. Ist deine Forschung abgebrannt? Ich so eine Art vielleicht? Bam. Bam. Noob is dead. Oh Gott. Der Fadenschuss. Hornlius, ey. Hornlius. Yeah. Oh mein Gott. haben wir nicht eine Map? Ich hab einen Po bekommen, ne? Wir noch nicht. Na gut. Okay. Vielleicht ist es ein Notfall, dass er uns noch keine Map gegeben hat. Ja, das wird sein. Redest du mit irgendwelchen Leuten? Ja, ich rede aber mit irgendwelchen Leuten und lese nicht vor, was sie sagen. Because I don't care. I don't give a shit. Wie wollen nur die Items haben? Ja. Kaboom. So. Ha! Was passiert hier? Ach, der Typ. Der Rivale! Das ist ein Pokémon aus dem Labor. Das ist eine Lüge. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Oh oh. Dun, 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 dun. Fragezeichen möchte kämpfen. Fragezeichen schickt Feuerriegel in den Kampf. Oh oh. Welchen Typ hat Wurst, Vicky? Ich glaube, Kampfwurst. Normal. Ha, nur diesen Sandwirbel ins Gesicht, du Spürst. Das macht Tackle, eiskalt. Es geht doch nicht. Ich zeige dir wahre Macht. Ich hab ihn platt gemacht. Oh, der ist schon wieder verfehlt. Nice. Schon Level 8, Alter, krass. Bam. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? 69 EP. 300 Pokédollar, nice. Sein Name ist Fragezeichen, okay. Ja, ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Okay, ciao. Ich brauche ein Level. Willst du aufschließen? Ja, lass mich durch. Boah, hier ist die Musik ja. Auch richtig verbuggt. Das ist ja krass. Das muss so sein. Ja, mit Sicherheit. Kein Encounter. Wie nennen wir unseren Rivalen überhaupt? U-Boot. Oh ja, U-Boot. Oder habt ihr bessere Namen da draußen? Ich finde U-Boot wieder sehr gut. Ich hör, dass dir ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie, du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Perfekt. Okay, sein Name war so U-Boot-Poke. U-Boot-Mon. Das ist U-Boot-Mon. Oh nein, er ist aus Digimon entflohen. Oh mein Gott, er ist aus Digimon entkommen. Meine Ermittlung geholfen. Ah, klar, kein Problem. Such den mal. Gute Nudelstern. Oh, was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Nur versuchen das Rätselei. Das hier? Ja. Ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Der Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Was ist das wahr? Das
Das ist ja unglaublich. Wow. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Oh. Heute ist es vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Agent, Weg zum Ruhm ist lang und unbeschwerlich. Ja, mit unbeschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Okay. Okay, Mama, ich komme. Ich werde abgefangen. Agent, benutze diese auf deiner Pokédex-Reise. Ah, damit beginnt dein Nein! Ja, das Um den Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Agent steckt Pokéball im Tor. Okay, Nuzlocke beginnt. Let's go. Jetzt wird's ernst. Ja. Jetzt darfst du nichts mehr sterben. Mami, wo bist du? Achso, das ist jetzt. Das ist ein niedliches Pokémon. Das ist das falsche Haus. Wo hast du es her? Aus dem PC? Du beginnst also ein Abenteuer? Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Hä? Wo bist du? Wo ist Mami? Da, in der Küche. Mach da ein Brot. Mein niedliches Pokémon. Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Klar, mach das. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Bye bye, Mami. Okay, dein Encounter, ne? Mach mich mitten in der Nacht auf dem Weg. Oh fuck. So, ja, der erklärt erstmal, wie man Pokémon fängt. Wir haben den schon öfters gesehen. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Nein. Oh, in Ordnung. Egal, wie viel du Pokémon da weitergehen musst. Oh, dammit. Mir zeigt er jetzt, wie man Pokémon fängt. Ja, ist egal. Ich schau also, mal kurz durch. Ich hau das Hutut jetzt einmal. Ich hoffe, das nicht kritte. Ich hab grad schon Angst. Und dann geht's jetzt in den Beutel. Und dann wird der gute Pokéball geworfen. Du musst in die Balltasche. Nein, die Balltasche? Ja, ja. Balls. Yes. That's the thing. Oh, oh. Okay, es lebt. Oink. Ich weiß genau, was du meinst. So, dann fangen wir das gute Stück. Safe! Safe! Geil, dann können wir gleich das nächste holen. Ja, Mann! Geilo! Solange dieses Taubsitz drin bleibt, natürlich. Ich weiß eigentlich auch, dass da direkt unser Team voll. Nein, nein, das dürfen wir nicht. Haha. Weil wir nicht so viele Encounter haben. Ich wollte gerade sagen. Also, wir haben schon ein paar Encounter. Ja. Yeah. Nein, möchte ich nicht. Ich konnte überlegen. Spitznamen? Tuten und Tuten. Oh Gott, warum kommen denn jetzt so viele hier? Easy Money! Easy Grind! Nice! Lieblicher Grind, wa? Gott, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gerannt. So, ab ins Pokémon Center! Oh, da liegt ein Item! Hä, ich bin wieder in der Stadt, nein! So, Wilber, das war dein, Ja, das war mein Gerät. Ja. Huch! Oh, es geht los! Achso, ich muss ja einen Wipps ausspitzen. Du hast einen Glumander! Ich habe einen Glumander! Glumander! Ich geb mir schon mal einen Glumander, ne? No, 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 no. Oh, Glumander! Okay, draußen kann man besser so. Ah! Huch! Nice, was hast du? Oh, Spannungsstrahl! Auch Glumander. Das wäre witzig, aber ich glaube nicht. Oh! Feuerriegel! Oh nein! Oh mein Gott! Die Typen sind gelingt! Nice! Obwohl, nee, gar nicht. Wir haben ja auch Griffel und. Ah, wir brauchen einen Namen für Glumander und Feuerriegel. Das Feierteam. Glumander! Weißt du, warum PK Fire? Ich hoffe, ich krieg noch einen PK Sand. Okay. Genau, jetzt kriegt er zwei Sonderbomben ins Gesicht. Ich hab jetzt ein Level 2 Glumander. Pokémon, nimm. Flori, du bist echt nett zu uns. Flamur. Oh, ja, Flamur ist auch gut. Ach, verdammt. Jetzt zu spät. Nein. Ja, leider.
Dann mache ich mal ein bisschen Switch-Training. Oh ja, stimmt. Den sollten wir nicht einfach raus und lassen, sonst wäre ganz schnell tot. Ich würde sagen, wenn die beiden anderen Jungs gleich Level 10 sind, dann können wir mal den nächsten Encounter holen, ne? Oh, der nächste Encounter, du hast recht, wir sollten zu, Level 9 reicht mir. Ja, bin auch Level 9, alles klar. Jetzt warte ich mal wieder auf Dings und dann gehen wir mal im Norden zum nächsten Encounter. Kann ich mich hier eigentlich, nee, hier gibt's keine Pokémon-Bälle, ne? Fuck. Gibt's hier, glaube ich. Ja, gibt's hier, nice! Gleich mal einen 10er-Pack kaufen. Ja, boah, nicht so viele. Ja, und der Rest gibt's Tränke. Ja, nochmal 4 Stück, das passt. Top. Top Genesung. Top Genesung haben wir nicht. Das ist mein Encounter, ne? Yes, sir. Ein Hornliu. Das soll ich wohl kriegen. Oh, oh. Oh, gut, Level 4, nicht mehr Level 2. Aber ich schmeiß trotzdem direkt einfach Ball drauf. Ich mach einen Tackle. Ich könnte noch einen machen, aber ich glaube, ich werfe einfach einen Ball. Ja, beim ersten war es nur wichtig, weil wir dann nur einen Pokéball hatten. Ja, das ist richtig. Ich schmeiß einen drauf. Oh. Und 1, 2, 3. Let's go! Balls. Ja, eigentlich nicht tickeln. Ich glaube, der verreckt sonst. Nicht nur wenn du krittest. Kratzer. Rundschlag? Nee, Rundschlag senkt die Verteidigung. Mach ruhig einen Kratzer. Okay, okay, auf deiner Verantwortung. Ein Kratzer würde überleben. Sag ich doch. Uch, nee. Flucht! Flucht, bye bye! Alter! Junge! Flamore. Flamore. Toll. Rattengesicht. Ja, was heißt Rattengesicht? Achso, fuck, welches Level hätte mein Dings denn? Wie gut ist das überhaupt? Das war Level 4, das Radfratz. Das Route 30. Okay, alles klar, let's go. Ja, dann nehme ich euch schon mal 3 Sonderbonbons mit. Huch! Das hätte ich auch machen können. Wie viele sind das? Die Zahl kenne ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Vulpix! Gutes Type Coverage. Ich will. Guck mal, das ist Flamure. Das ist jetzt Flamure, ja! Nice! Ich gebe mal kurz einen Vulpix, ne? Oh mein Gott, das hab's. Hopsports. Sweet! Ein Stack ist ein 255, ja. Ach, dann ist das wahrscheinlich irgendein Sonderzeichen, wenn man den Dings-Overflow hat, ne? Ja, wahrscheinlich. Also, bin ich der Meinung... Wo sehe ich das? Also, ich glaube, du bist schon mittendrin. Oh. Ich habe noch keinen... Sprich doch mal an. Sprich das mal. Ne, das ist auch so Mr. Poke. Aber vielleicht dann doch noch nicht. Irgendwo standen ja auch die Routen so immer. Ja, hier auf diesem Schild, das ist Route 30, hier oder City, Rosaria City. Wenn ich keinen Encounter kriege. Ich glaube, wenn du nach links gehst. Ach, nach links. Ah, hier ist. Oh, hier ist auch der erste wilde Trainer. Oh oh. Wilde Trainer. Ich habe verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Schwach. Switch traine ich mal. Fuck. I'm fucked. Ach ja, nein. Switch traine ich mal meine Flamu. Ich habe in Level 4 Ratzfratz. Kein Wunder, dass du immer verlierst, Alter. Ich hab meine Pokémon nicht geheilt, das sollte ich vielleicht mal machen! Ja, du Noob, Alter. Bitte? Oh. Hast du mich gerade Noob genannt? Oh, der hat mir 64 Pokémon dagegen. Ich geh auch mal meine Pokémon heilen. Oh Gott. Switch Training! 4 Radfratz, ey, sweet. What? Flamorös kann ja schon Glut? Was? Nice. Unfair. Wie unfair? Mein Feuerregen kann nur Rauch und Schwefel. Platsch.
Synthese. Es kann gar nichts. Es kann einfach gar nichts. Es kann einfach gar nichts. Los, PK Fire. Machen wir ein bisschen Tackle hier. Wow. Mein Vulpix kann direkt Glut. Oh. Dann muss ich jetzt leveln, bis es irgendwas kann, ne? Hat er auf meinen Angriff zu sehen. Das ist total dumm. Ich tausche mal aus. Okay, Encounter, warte. Das könnte der schon sein, ne? Echt? Lass mich das kurz herausfinden. Ich weiß nicht, warum du da so rushst. Ey, ich bin aber noch nicht beim Mr. Pokémon-Haus. Zu Trainer. Du sollst keine Pokémon stehlen. Wo bist du denn da überhaupt? Hä? Hier links hochgegangen. Ja, da bin ich doch noch gar nicht. Ach so. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Siehst du, ich will es auch hier. Gucke. Okay, na gut. Da, wo der komische andere Trainer jetzt kämpfen will. Karte gibt es in Rosalia, wenn du mit dem alten Mann sprichst. Oh! Was? Ah, wir müssen mit dem alten Mann sprechen. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Wenn du einem in die Augen dann bereite ich. Jetzt wird's wild. Luminia. Los, Wurstfingi. Warte, das bedeutet, du hast die Karte schon. Stimmt, ich habe mit dem alten Mann geredet. Dann nimm mal mit deinem Pokécom. Ja, there we go. Nice. Ja, siehst du, Route 31 ist dann nämlich, wenn wir, glaube ich, um die Ecke gehen. Wir müssen. Das ist okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, bring mir ein paar Tricks bei. Ich kenne ja alle schon. Das heißt, das hier ist noch nicht Route 31. Nee, das ist dann offensichtlich noch Route 30. Free XP! Oh, gut, dass ich Gegengift mitgenommen habe. Ist schon wieder soweit. Direkt mit dem ersten Angriff habe ich das Webera gerade vergiftet. Nervig. Oh, Free XP! Du hast Free XP, Alter. Ja, Kahuna, ne? Mega nice. Bist du ein Trainer? Ich bin kein Trainer. Wenn du einen in die Augen siehst, dann bereite ich auf einen Kampf vor. Ja, da warst du ja auch gerade schon. Flamur ist Level 6. Gott, der 360 No-Scope die ganze Zeit, der Typ. Der nächste Encounter ist deiner, ne? Ich glaub, hier ist er, oder? Ja, oh, du bist schon wieder 31. Perfekt, genau, dann ist der genau hier. Ist das meiner oder dein Encounter? Ist deiner! Alles klar. Also, wenn du möchtest, schon mal. Schon mal Encounter. Dann Encounter ich den gleich mal. Ich will mal kurz gucken, dass ich mein Wurstfing nach vorne. Nice. Käfertrainer, kein Ding für den King. Das ist ein Item. Du bist, glaube ich, gerade schon im. Nehme ich nicht, oder? War Counter. War das schon? Ja, das war Route 31. Okay. Ja, Mann, ich trage den Pfeil ein. Ups. Gut, haben wir das auch. Entschuldigung. In den vier. Guck, hier bin ich. Seine alten Schuhe. Ah ja, genau. Hier bin ich gerade in Counter. Oh shit. Flori hat mich doch gewarnt. Also Topfen und Malz verloren. Los, Hopfen, Malz, komm nach vorne, du kannst nichts. Was ist das für ein Typ? Oh, ein Item. Oh, da ist eine Höhle. Gegengift. Da ist der nächste Encounter. Dunkelhöhle. Junge, hier viele Trainer. Ich hab Angst.